Das Kind war nicht von dir. Du hast dein Kind machen lassen, um es dann zu benutzen. Das habe ich doch nur gemacht, weil du mich auf dem Standesamt sitzen gelassen hast. Wegen Nasan, weil du wirklich glaubst, dass sie dich zu einem besseren Menschen macht. Das war's. Pack deine Sachen. Ich brauche jetzt was Schärferes. Ich habe auch noch einen tasmanischen Wodka. Der brennt wie Batteriesäure. Noch schärfer. Ich stehe den ganzen Tag am Ofen und du denkst nur an... Hör auf zu quatschen und komm ins Bett. Ihr zwei glaubt doch nicht wirklich, dass wenn ich jetzt die Füße hochlege, dass ich dann entspannt bin. Ich kenne einen Streamingdienst, die sind auf der Suche nach einem neuen kulinarischen Format. Du, ich habe gerade mit meinem neuen Label telefoniert. Ich schmeiß gleich Handy ins Wasser. Ey, ganz ruhig. Ich zeig dir jetzt, wie zivilisierte Menschen das regeln, okay? Ich hab keinen Stress. Das Mädel fackelt die Wohnung über uns ab. Das Löschwasser ruiniert mir den ganzen Laden und ich muss jetzt blechen? Wir könnten bei dir mit einsteigen. Gerümpel. Das sollte ich mal über ihre Taschen sagen. Ich brauche Kohle, sonst habe ich morgen die Buddies im Laden. Kippen und Schoki. Von wegen alles für die Musik. Du bist ein Poser. Sag mal, geht's noch? Ich kann mir das wirklich gut vorstellen, ne? Du als TV-Koch. Internet. Und das Thema ist durch. Prost. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr über GZSZ wissen wollt, dann könnt ihr jetzt hier klicken. Und wenn ihr wissen wollt, wie es in den Folgen weitergeht, dann einfach hier klicken.